Ab heute ist die Frauentagsstraßenbahn im wahrsten Sinne des Wortes auf Schiene. Es freut mich sehr, dass wir mit unserem Motto Frauen gestalten Zukunft ab heute präsent sind im Wiener Straßenbild, um auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir nach wie vor über Gleichberechtigung und gleiche Chancen zwischen Frauen und Männern sprechen müssen. Und ich würde gerne alle Wienerinnen einladen, der Frauentag ist heuer online, Corona-bedingt, frauentag.wien.gv.at. Wir haben uns ein wirklich tolles Programm überlegt und ich würde mich freuen, wenn viele vorbeischauen. Frauen haben gerade jetzt in dieser Corona-Krise Unglaubliches geleistet. Der ganze Druck der Familien, der Arbeitswelt lastet da auf ihren Schultern und deshalb ist es auch wichtig, dass man das immer wieder unterstreicht und die Straßenbahn, die wir gebrandet haben, soll einfach einen Monat lang aufmerksam machen. Aufmerksam auf die Leistungen, auf das, was Frauen in unserer Gesellschaft hier wirklich bereit sind, für uns alle zu tun und deshalb ist es ein schönes Zeichen, dass wir hier heute begehen können. Ein ganz wichtiger Tag der Wertschätzung. Frauen haben schon viel erreicht, besonders in Österreich, aber es gilt weiterzumachen und darauf macht der Frauentag aufmerksam. Es ist für mich eine wahnsinnige Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen und ich unterstütze alle Sachen, die halt in Frauenrichtung Gleichberechtigung gehen.